Neufundland liegt am östlichen Rand Kanadas. Die Landschaft ist geprägt vom Meer. Und das Leben hier ist einsam, wild und abenteuerlich. Die am Atlantik gelegene Provinz hat über Jahrhunderte vom Fischfang gelebt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Hi, I'm Bruce, and the question is not where we are, but when. Bruce Miller hat den Wechsel in der Fischerei miterlebt, bis 1992 wegen Überfischung ein totales Fangverbot verhängt wurde. In diesem Hafen hat sich einiges verändert, seit ich ein kleiner Junge war. Früher waren hier überall Holzplattformen, auf denen der Fang gesalzen und getrocknet wurde. Das war, bevor in den 50er, 60er Jahren Kühlanlagen eingeführt wurden. Ohne diese Plattformen war eine Fischerei nicht möglich. Früher gab es in fast jeder Bucht sogenannte Outports. Kleine, nur per Boot erreichbare Gemeinden. Dort lebten die Menschen, bis die kanadische Regierung in den 70er Jahren ein großes Umsiedelungsprogramm startete. Mit Geldprämien lockten sie die Leute aufs Festland oder in größere Städte. All cares will vanish as soon as we clear Burgle. And the seven corners that roll their day by day. Es gibt viele Lieder und Gedichte über das Umsiedelungsprogramm. Eine gute Zeile lautet: Sie sind umgezogen, aber niemals angekommen. Die Menschen gingen gezwungenermaßen weg, an Orte, zu denen sie eigentlich nicht wollten. Und sie wurden nie mehr glücklich. Das hier ist Ireland's Eye, eine der umgesiedelten Gemeinschaften. Hier lebten bis zu 157 Menschen in 5 verschiedenen Gemeinden. Und alle lebten damals glücklich miteinander. Die Prämie für die Umsiedelung gab es aber nur, wenn ein Großteil des Dorfes mitzog. Unter dem Druck der Umzugswilligen packten so auch viele ihre Sachen und Häuser, ohne es wirklich zu wollen. Die Häuser hatten einen Holzrahmen, der mit 3 oder 4 Balken verstärkt wurde. Über Holzstämme hat man die Häuser dann ins Wasser gezogen. Dank riesiger Fässer konnte das Haus schwimmen und so wurde es in die nächste Gemeinde geschleppt. Von dort drüben stammen mein Onkel und meine Großeltern. Und das war die Kirche. Sie ist mir am stärksten in Erinnerung geblieben, wenn ich an die Besuche bei Onkel Joe denke. Ireland's Eye ist vom Festland aus nur per Boot erreichbar. Ziemlich wenig übrig. Von etwas, das einmal so wichtig war. Mehr ist von der Kirche nicht geblieben. Der Wohlstand hat uns alle zu Heiden gemacht. Da hat jemand seinen Namen mit Datum verewigt. Und das war der Stift.
Vom Zentrum der Gemeinschaft sind nur Fragmente geblieben. Das ganze soziale Leben hat sich damals hier abgespielt. Und das Schlimmste war es, diese Kirche und den Friedhof zurückzulassen. Vor allem für die ältere Generation. Die 60-, 70-Jährigen haben die Kirche wahrscheinlich sogar mit aufgebaut. Die Aussicht ist kaum zu toppen. Von ihrem Umsiedelungsprogramm versprach sich die damalige Regierung eine wirtschaftlich verbesserte Provinz und Kostensenkungen im Bereich Bildung, Krankenversorgung und Transport. Das ist British Harbour. Hier ist meine Mutter aufgewachsen. Ich weiß noch, wie es war, als Kind hierher zu kommen. Dieser Ort ist besonders für mich. Und ich habe eine Hütte gebaut, wo das Haus meines Opas stand. Ich nutze sie für meine Tour. Im Winter kann man sie per Schneemobil erreichen. Hi Edna, wie geht's? Pass auf, du fährst dagegen. How's she getting on? I got her here now. Hang on. Warte, fall nicht raus. I got her. Jeder kennt hier jeden. Man isst zusammen, gönnt sich einen Drink oder spielt gemeinsam Karten. Alle haben eine persönliche Verbindung zu diesem Ort. Everybody that's here got a connection to the place. Früher gab es in der ganzen Gemeinde nur ein einziges Telefon, im Postamt. Heute hat jeder eins in seiner Tasche. Das ist mein Wohlfühlort. Jeder hat einen und das ist meiner. Hier komme ich zur Ruhe und bin einfach nur glücklich. Ein Kumpel hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich gestern arbeiten musste. Ich sagte, wenn du zwei Bootsausflüge mit zahlenden Gästen Arbeit nennen willst, dann hatte ich einen richtig guten Tag. All cares will vanish. As soon as we turn and the seven corners that roll the day by day. Am östlichen Rand Kanadas liegt Neufundland. Die am Atlantik gelegene Insel ist der Europa am nächsten gelegene Teil Nordamerikas. Obwohl das Eiland so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg, leben hier nur eine halbe Million Menschen. Neufundland ist vom Meer geprägt und verwöhnt seine Besucher mit atemberaubenden Landschaften. Das Leben hier ist abgesehen von der Hauptstadt St. John's sehr gemächlich. I think I
I'm Sue Rose, and boy, do I love ugly. Das Hässliche ist ein traditionelles Musikinstrument Neufundlands, das genauso außergewöhnlich ist wie sein Name. Dieser Ugly Stick ist um die 80 Jahre alt und der Schuh ist ziemlich abgetragen. Er wurde an der Südküste Neufundlands hergestellt und bedeutet mir sehr viel. Mit ihm habe ich als Kind gespielt und konnte mich der Musik zuwenden, obwohl ich nie ein Instrument gelernt habe. Er ist einer meiner Liebsten. Okay. And this is another ugly stick. Dieser Ugly Stick wurde von Neufundländern und Labradorianern angefertigt. Es gibt hier eine Menge Elche und deswegen wollten sie einen für den Fuß. Die verwendeten Teile stammen aus dem Geräteschuppen oder sind Reste. Oh, mir ist ein Teil abgefallen. Second one. Wir nennen ihn Mr. Moose. Der junge Mann an Sues Seite ist übrigens Reg. Ein befreundeter Nachbar und heute Assistent beim Ugly Stick bauen. Wie dekorieren wir ihn, Reg? Mir ist wichtig, dass es ordentlich scheppert. I love the noise. Ja. Kannst du mir da ein paar Löcher reinschlagen? Das kleine Häuschen, in dem heute genagelt und gebaut wird, ist Sue's Shed. Diese ehemaligen Geräteschuppen nutzt man heutzutage für Treffen, gute Unterhaltung und Shed-Partys. Früher habe ich nie mit Ugly Sticks gespielt. Um ehrlich zu sein, wusste ich bis vor ein paar Jahren nicht mal, was das sein soll. Wir haben mit anderen Sachen gespielt. Ugly Sticks entstehen aus einem Holzstab und Dingen, die man zu Hause findet. Sue nutzt auch gekaufte Teile, denn sie baut wirklich viele. Eins ist aber immer gleich. Ans Ende gehört ein Schuh. Es ist schon witzig. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass ich gerne Ugly Sticks baue. Und so kriege ich die ganzen alten Stiefel und Schuhe der Leute aus der Gegend. Manchmal stehe ich morgens auf und da steht eine Tüte mit Schuhen vor der Tür. Dann denke ich mir, oh, Sydney muss wohl neue Gummistiefel haben. She must have a new pair. In Sue's Shed lebte früher sogar ein Pferd. Und das gehörte Reg. Reg hat mir das Haus verkauft, ist aber nie wirklich ausgezogen. Er ist einer meiner besten Freunde. Wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre? Vor 15 Jahren habe ich das Haus verkauft. Hör mal, Reg. Wow! Wow! Okay, now. Mit dem hören sie uns von Weitem. Da das Wetter so gut ist, wird die Shed-Party heute nach draußen verlegt. Auf geht's! Ich bin bereit. Für Sue ist der Ugly Stick ein Relikt aus vergangenen Zeiten, das es zu bewahren gilt. Viel mehr als nur ein skurriles Musikinstrument.
Für mich ist Musik wie Seelennahrung. Jeder auf der Welt hat einen Bezug zur Musik. Sie lässt uns lachen, weinen und unsere Gefühle ausdrücken. Und ganz wichtig, jeder kann Teil der Gruppe sein. Ganz egal, ob du 100 oder 3 oder 4 Jahre alt bist, jeder kann den Ugly Stick spielen. Mit besonderen Klängen geht es gleich weiter. Doch diesmal stammen sie aus der Tiefe des Ozeans. Zurück im Osten Neufundlands. Das weite, einsame Land, das wegen seiner steinigen Beschaffenheit auch The Rock genannt wird, war früher eine selbstverwaltete Kolonie Großbritanniens. Bis man sich im Jahre 1949 mit Kanada vereinigte. Wer Natur liebt, ist hier goldrichtig. Ein richtig guter Morgen. Die Sicht ist super. I'm Chris and I love to drive with no hands. Chris macht sich mit seiner Frau Shauna wie fast jeden Morgen auf den Weg. Die beiden leben mit ihren Kindern in Trinity. Von ihrem Zuhause zum Boot, das auch ihr Arbeitsplatz ist, liegen nur wenige hundert Meter. Ich bin mit der Fischerei aufgewachsen. Das war richtig harte Arbeit. Dagegen ist das hier ein Kinderspiel. Ich liebe es, auf dem Wasser zu sein. Und natürlich die Tiere. Man sieht viele verschiedene Arten, die in unseren Buchten zusammen fressen. Gerade ist Hochsaison für bis zu 12 Walarten. Das sind Echoortungsgeräusche, weit weg, aber man kann sie hören. Wir nehmen alles auf, was wir kriegen können. Wir arbeiten mit einer Mitarbeiterin des Musikinstituts der Memorial Universität zusammen. Sounds from the Eastern Edges heißt das Programm. Sie nutzt unsere Aufnahmen auch für Kunstinstallationen. Wir wissen nie, was wir zu hören kriegen. Das ist ziemlich aufregend. 1999 kam ich als Studentin für einen Kurs hierher, um für eine Walforschungsorganisation zu arbeiten. Und jeden Sommer kam ich zurück. Das ist mittlerweile mein 21. Jahr. Es ist Wahnsinn, denn wir dürfen unseren Traum leben. Wir dachten, es wird vielleicht ein Projekt für den Ruhestand. Aber wir machen es schon, seit wir 30 sind. Das ist großes Glück. Was habt ihr auf eurem letzten Trip gesehen? Drei Mütter mit ihren Jungen. Vor einer Stunde sind zwei gesprungen.
Wow. Nach diesem heißen Tipp hält Chris nichts mehr. Er will zu den Walen. So schnell wie möglich. Whoa, whoa. Zwei oder sogar drei Buckelwale direkt vor uns. Zwei große Mamas. Jetzt tauchen sie ab. Und auf einmal sind sie da. Buckelwale. Three. Wusste ich doch, dass es mehr waren. Und da hinten sind noch mal ein paar. Wenn sie die Fluke zeigen, gehen sie runter, um nach Nahrung zu suchen. Das nennen wir Erkundungstauchen. Sie bleiben zwischen 4 und 8 Minuten unten, je nachdem, wie lange sie suchen. Hier ist es bis zu 70 Meter tief. Und 8 Meter unter dem Boot befinden sich bis zu 60 Meter dicke Stintschwärme. Chris und Shauna dokumentieren ihre Begegnungen mit den schwimmenden Riesen. Wenn wir die Unterseite der Fluke kriegen, das wäre das perfekte Bild für den Katalog. Jetzt taucht sie ab. Wunderbar. Eine ganz schwarze Flosse. Hier kommt die große Mama mit der weißen Fluke und den Narben an der Seite. Das sind gute Merkmale, um sie zu unterscheiden. Von vielen Walen gibt es bereits Fotos aus den späten 60er Jahren. Wir sehen immer noch die gleichen Wale jedes Jahr. Die erkennen wir alle an der Fluke. Die Buckelwale, die seit 1996 unter weltweitem Artenschutz stehen, finden vor Neufundlands Küsten viel Nahrung. Dementsprechend viele tummeln sich hier in den Sommermonaten. Tauch ab, los! Komm schon, du schaffst es! Langsam! Hab dich! Ganz schwarz mit weißen Rändern. Meine Mutter hat in der Fischfabrik gearbeitet und meine Onkel haben auf mich aufgepasst, während sie beim Fischen waren. Dadurch bin ich schon als kleines Kind oft Walen begegnet. Teils waren es einfach nur neugierige Wale, die uns beobachtet haben. Aber manchmal haben sich die Wale auch in den Netzen verfangen. Dann mussten wir Rettungskräfte holen. Das fand ich ganz besonders. Diese Männer sind ins Wasser gesprungen und haben die Wale so befreit, dass meine Onkel sogar noch ihre Netze weiterverwenden konnten. Die haben große Teile rausgeschnitten und die Wale befreit. Das war Wahnsinn. Diesen Walen begegne ich heute noch, nach über 20 Jahren. Chris' größter Traum ist es, den Walen nach Grönland zu folgen. Doch dafür sind seine Kinder noch zu klein. Meint zumindest Shauna. Je mehr wir zu wissen glauben, desto mehr Fragen entstehen. Mit jeder Entdeckung kommt das nächste Rätsel. Wale sind immer noch ein großes Mysterium. Wir sehen sie nur so kurz an der Oberfläche. Und was unter Wasser vor sich geht, wer weiß. My
Meine Großmutter hat immer gesagt, mach, was dich glücklich macht. Und genau das tue ich. Ich bin auf dem Wasser und alles andere kommt von selbst. Ich bin wahrscheinlich einer der glücklichsten Menschen der Welt, weil das hier mein Beruf ist. Es ist nur ein Job, aber für mich ist es pure Schönheit. Ich habe noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet. Ich liebe die Wale. Wenn ich sie nicht beobachte, dann träume ich von ihnen. So ist das. That's it. In dem kleinen Ort Winterton, 1,5 Autostunden von St. John's gelegen, leben gerade mal 500 Einwohner. Hier passiert nicht viel. Doch in dem kleinen Küstenstädtchen befindet sich das Wooden Boat Museum. Und da wird es heute richtig lebendig. Hi, I'm Jerome and today it's tool time. Kommt rein. Jetzt lernen wir ein paar Werkzeuge kennen. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Zwinge. Damit könnt ihr ein Brett auf der Werkbank befestigen. Kinder sind ziemlich fröhliche Gestalten. Für uns Erwachsene ist es immer faszinierend, ihnen zuzusehen. Ich versuche sie nicht als Kinder zu sehen, das könnte herablassend wirken. Ich betrachte sie eher als kleine Menschen im Vergleich zu uns großen Menschen. Also behandle ich sie auch genauso. Hoffentlich. Jerome Canning ist hier der Chefbootsbauer. Wenn er nicht gerade selbst ein neues Boot baut, vermittelt er sein Wissen über die traditionellen neufundländischen Holzboote in verschiedenen Workshops. No. Oh yes, right, whatever you can. Yes, absolutely. There you go. Wer ist der Nächste? Schreib was Besonderes drauf. Was du willst, niemand schaut. Okay. So wie ihr es seht, steht es auf dem Kopf. Aber von meiner Seite aus steht da Bigfoot. Ich bin ein Bigfoot-Jäger. Ich mache sehr viel Forschung. Ich baue meine ganz eigene Bigfoot-Basis. Und ganz, ganz bald ist sie fertig. Wir bringen Ihnen hier die alte Schule bei. Die heutige Generation hier in Neufundland ist anders als die der Eltern und Großeltern. Viele alltägliche Dinge wie einen Zaun zu bauen, sich um die Tiere auf dem Hof zu kümmern oder zum Fischen aufs Meer zu fahren, das gibt es heute nicht mehr. Also zeigen wir ihnen, wie man einen Hammer hält oder einen Nagel ins Brett schlägt. Das gibt ihnen einen ganz anderen Zugang, als es eine App auf dem Handy könnte. Okay. Nach der Werkzeugeinführung nehmen die Kinder ein Bootsmodell auseinander und bauen es wieder zusammen. Dabei lernen sie Teamwork und dass man kein Boot ohne gebogenes Holz bauen kann. Was steht da? Osten? Die Sonne geht also im Osten auf. Ich zeige euch draußen mal, wo Osten ist. Everybody get right here in front of me.
and we'd face that building, okay? Your left hand point east. Zeigt mit links nach Osten. Okay? Und mit rechts nach Westen. Now, jetzt drehen wir unser Boot mit der Sonne von Osten nach Westen. Und genau das machen sie dann. Ein wichtiges Ritual für das fertige Boot. Ich war früher Lehrer und komme aus einer Fischerfamilie. Irgendwann wurde unser Boot zu klein. Also dachte ich mir, ich baue ein eigenes. Ich ging ein paar Jahre lang bei älteren Fischern in die Lehre. Und so baue ich nun seit den 70er Jahren Boote. Ich suche nach Bigfoot. Die Basis steht, ich habe meine Hausaufgaben also gemacht. Ich habe Bigfoot schon gefangen, aber er ist mir entwischt. Tyler! Ich habe sein Nest gefunden. Und als ich reingegangen bin, waren da 1.004.900 Babys. Ich mag Menschen einfach gern und die Interaktion. Ich bringe gewisse Fertigkeiten mit und die Menschen, die in unsere Werkstatt kommen, bringen auch jeweils ihre Fertigkeiten mit. Das kann alles sein. Es entsteht ein Austausch und unsere Gemeinsamkeit ist dieses Boot. Dieses Boot bringt Menschen zusammen. Wir in Neufundland mögen Geschichten. Das werdet ihr auf euren Reisen auch feststellen. Die Menschen hier sind sehr neugierig. Und wenn ihr weiterzieht, seid ihr Teil ihrer neuen Geschichte. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Hier ist mein Boot. Zu Hause male ich es noch lila an und dann klebe ich kleine Figuren drauf. Den male ich dann Augenklappen auf. It seems like only yesterday you were just a child at play. Now you're all grown up inside of me. Oh, how fast those moments flee. Das ist das Beste, wenn sie mit den Booten spielen können. Das ist wie mit richtigen Booten. Es reicht nicht, sie zu bauen, sie müssen ins Wasser. Deshalb bauen wir Boote hier in Neufundland. Den Kindern dabei zuzusehen, ist das reinste Vergnügen. Once we watched a lazy world go by. Now the days seem to fly. Wer an Winterton vorbeikommt, sollte unbedingt bei Jerome reinschauen. Love goes on and on. Fünf Autostunden von Neufundlands Hauptstadt St. John's entfernt befindet sich der Fährhafen von Farewell. Hier legen die Schiffe nach Fogo Island ab. Die Insel hat eine lange maritime Vergangenheit. Bunte Schindelhäuser, beeindruckende Klippenpfade und herzliche Gastfreundschaft erwarten die Besucher. Der Tourismus nimmt zu. Nicht zuletzt wegen diesem Luxushotel, dem Fogo Island Inn. I'm Norm and I'll take you back to my roots. Norm Foley lebt in Tilting,
der abgelegensten Gemeinde Fogos. Norm, der Mitfünfziger, ist auf dem Weg zu seinem ganzen Stolz. Direkt am Wasser hat er sich eine kleine Farm aufgebaut und erntet ihre Früchte mittlerweile nicht nur für sich selbst. Nehmen Sie alle. Alle? Die können wir bestimmt gut verkaufen. Nein, nicht verkaufen. Die sind zum Essen. Ich bin mit meinem Vater auch immer aufs Feld gegangen. Das hat mich immer schon interessiert. Vor ein paar Jahren bin ich hierher zurückgezogen und habe mit einem kleinen Grundstück angefangen. Jetzt ist es schon so groß, dass ich kleine Helfer wie Sie brauche. Ich trainiere quasi die nächste Generation. Wir brauchen Spinat. Ich weiß. Der ist am besten. Ja, Spinat ist am besten. Lass mich das reintun. Mehr Spinat. Nächstes Mal brauchen wir eine größere Tasche. Zu Hause habe ich eine größere Tasche. Lass noch Platz frei. Die kleine Farm versorgt nicht nur Norm, seine junge Assistentin und ihre Mutter Sabrina. Was hier wächst, ist so gut, dass sogar Fogos Luxushotel auf Norms Gemüse schwört. Ich verkaufe viel von meinem Gemüse an das Fogo Island Inn. Den Rest hebe ich mir für den Winter auf. Oft kommen Chefköche vorbei und alle schwärmen von unserem Boden. Das liegt an den Algen, die ich kompostiere und in den Boden mische. Diese Kombination lässt alles hier wie verrückt sprießen. Komm hierher und pack sie an der Wurzel an. Das ist deine erste Zwiebel, die du selber zupfst. Zieh, zieh. Ja, da ist sie, deine erste Zwiebel. Die kommt in deinen Salat. Jetzt kann ich sie essen. Ich habe auch einen Hund, einen großen. Er heißt Duke. Der ist genauso gerne draußen wie du, oder? Er will immer aufs Trampolin springen, aber dann würde es kaputt gehen und er vielleicht durchfallen. Aber ins Beet bringen wir ihn nicht, sonst zertrampelt er noch alles. Nein, das macht er nicht. Hilfst du mir morgen wieder? Nein. Was? Nicht? Du bist mir eine. Als 1992 der Kabeljaufang verboten wurde, schrumpfte die Population Fogos von 6.000 auf 2.000. Auch Norms Leben änderte sich damals grundlegend. Ich wollte auch Fischer werden, wie mein Vater und Großvater. Aber als die Fischerei einbrach, habe ich meine Koffer gepackt und bin für 8 Jahre nach Toronto gezogen. Danach war ich noch 16 Jahre in St. John's. Aber ich wollte immer zurück nach Fogo. Und eines Tages habe ich es einfach getan. Gibt es was Besseres, als sein eigenes Essen anzubauen? Im Supermarkt bin ich nicht allzu oft. Im September bin ich immer in den Hügeln und pflücke Beeren. Die Blaubeeren wachsen hier wie wild. Norm ist Selbstversorger. Bereits am Morgen hat er 5 Dorsche gefangen. Mehr sind nicht erlaubt und das auch nur an 39 Tagen dieses Jahr. Ab und an schießt er einen Karibu. Der Winter kommt schneller auf Fogo und so legt man sich hier Vorräte für die kalte Jahreszeit an. This is
Das ist ein Root Cellar. Hier bunkern wir das Gemüse für den Winter. Ich habe alles von meinem Vater gelernt und er von seinem. Und so haben sie früher ihr Essen für den Winter frisch gehalten. Es war immer toll für mich, als kleiner Junge zum Root Cellar gehen zu dürfen und reinzuklettern. Ein bisschen in die Fußstapfen des Vaters zu treten halt. Bevor es Strom und Kühlschränke gab, waren diese Erdkeller alternativlos. Für den jungen Norm waren sie aber mehr als nur eine Vorratskammer. Ich komme dafür wahrscheinlich in Schwierigkeiten, aber meine Eltern sind schon verstorben. Meine erste Zigarette habe ich im Root Cellar geraucht. Mein erstes Bier hatte ich auch hier. Wir haben uns versteckt, aber wir mussten wieder hoch, weil der Rauch nicht mehr rausging. Naja, als Kind probiert man eben gerne Dinge aus.